Okay. So, wie schaut's aus? Ist jetzt hier zu? Oh, fuck, da ist offen. Ah, nee, halt. Gehen weg. So, da die Nahrung noch übrig haben. Apropos Nahrung. Ach, wir sind bei 25. Okay, wir sind bei 25. Ich dachte gerade schon, es fehlt uns was, aber... Ja, okay. Den Platz spare ich mir jetzt mal für unser Soldier Center. Dann könnten wir hier drüben noch bauen. Ich soll vielleicht irgendwann mal eine Sägemühle bauen, ne? Das wäre fast sinnvoller. Oh. Da wandern jetzt aber schon einige in unsere Richtung. Gefällt mir nicht. Ich weiß nicht, wenn wir jetzt hier drüben den Sorcha einsetzen mit seiner Schusswaffe, ob das dann das Village of Doom triggert? Ich hoffe es mal nicht. Aber ich kenne mein Glück. Wahrscheinlich dann am Ende doch. Knock, knock. Who's there? Oh, what? A colony. A colony who? A colony who needs a mayor, that's who. Okay, die Reichweite vom Command Center wird erhöht. Plus 4. Ich gehe mal davon aus, plus 4 in alle Richtungen. Oder wir schalten sofort die Great Ballista frei. Ja, ganz ehrlich, Great Ballista Forschung überspringen ist mir jetzt ehrlich gesagt wichtiger. Haben wir mehr von. So, dann hätte ich jetzt ganz gerne Holz. Da kriegen wir plus... Wie plus 10? Ich dachte plus 12. Oh, plus 13 hier drüben. Ist gekauft. So ganz spontan, würde ich jetzt mal sagen. Kaufen wir. Müssen wir halt nahrungstechnisch wieder gucken. Ja, mein Gott. Apropos, es wäre vielleicht echt nicht verkehrt, wenn wir da gucken. Hier plus 12. 13, 13, 13, 14er bis daher. Oh, das würde sogar gehen. Das würde gehen. Da können wir später hier noch einen 14er platzieren. Okay. Nee, okay. So, das nächste, was ich jetzt hier dann gern hätte, wäre eine Quarry. Oder nochmal Holz. Aber ich kann es weder hier wagen noch da oben, weil es sind inzwischen viel zu viele Zombies. Ah ja, und weil einer geschrieben hat, Zombies spawnen nur am Maprand. Nein, tun sie nicht. Zombies spawnen auch hier in diesem dunklen Bereich. Also, die nicht laufen. Ja, die, wo hier so faul rumstehen. Weil, wie ihr seht, jetzt sind hier tonnenweise Zombies. Die hatten wir vorher nicht. Die sind nicht gerade eben hier drüben am Maprand gespawnt und dann hier rüber gewandert. Das hätte viel zu lange gedauert. So lange spielen wir noch gar nicht. Also die spawnen auch hier in diesem Fog of War. In dem durchsichtigen, oder ja, was heißt durchsichtigen? Durchsichtig ist er nicht, aber weißt du schon, was ich meine. Was tatsächlich nur am Maprand spawnt, das sind die sogenannten Random Horden. Die tauchen, ich glaube, erst ab der zweiten angekündigten Welle auf. Ich weiß nicht, ob es bei der vierten Map anders ist. Ich glaube nicht. Oder nach der ersten angekündigten Welle kommen die. Nach der ersten angekündigten Welle hast du Random Horden, die einfach mal just for fun an irgendeinem Teil der Map spawnen. Also hier an den Rändern oder in den Ecken. Und dann in Richtung Command Center stiefeln. Weil sie ja sonst keine Hobbys haben. Wieso geht das nicht? Ich brauche Holz. So, Energie bräuchte man auch wieder. Super. Wie weit sind sie denn hier schon? Hier sind sie noch nicht so weit. Ich traue mich aber nicht, darunter zu laufen. Great. Ich trau mir echt nicht. Gucken, wie weit sie hier sind. Naja, siehste, ist schon... Vogel, geh da weg. Oder warte, stellen sie da hin? Dann lassen wir sie da so laufen. Okay, wir haben wieder Holz. Dann bauen wir gleich mal Strom. Wo baue ich Strom? Kacke. Okay.
Ganz kurz ein bisschen Aufklärungsarbeit machen. Ein bisschen. Ah, okay, vergiss es. Aber da ist Eisen. Super, ich habe Eisen gefunden. Richtig geil. So, komm, stell das Ding da auf. Dann kann ich hier weiter zimmern. Na komm. Wir können auch hier weiter zimmern, theoretisch. Jetzt rennt sie da immer außen rum, oder was? Ja. Oh Mann. Okay. Okay. Das müsste eigentlich reichen, was sie da abdeckt an Reichweite. Theoretisch. Oh, wir könnten jetzt schon eine Great Ballista bauen und ein Soldier Center. Wie, das geht da nicht hin. The building is blocking your free access of fuck you. So, Schluss mit lustig. Nix blocking free access. Da drüben wollte ich sich hinstellen, weil vielleicht können wir hier tatsächlich so fotzfrech sein und noch eine Farm reinquetschen. Wir werden es bitter, bitter nötig haben. So, dann fahren wir hier. Toll. Not enough resources. Klar, wir haben keine Nahrung mehr. Hey, okay, Workshop. Wir brauchen mehr Worker, mehr Holz, mehr Gold. Das ist blöd. Das heißt, ich muss jetzt irgendwie schauen, dass ich an Nahrung rankomme. Der Test. Ich müsste hier den 14er bauen, aber das sind wir am äußersten Rand bereits. Oh, shit. Oh, das ist blöd. Ja, gut. Hilft nicht. Schauen wir mal, was wir da haben. Sind hier Zombies? Hier ist aktuell nichts. Okay. Ja, da drüben vielleicht, aber dann machen wir hier zu. Die Frage ist nur, wie mache ich dazu? Ich bräuchte hier das da. Ich war gerade am Überlegen, geht man die Worker jetzt aus für Soldier, für Bogenschützen oder sparen wir es uns für einen Workshop? Nur ganz ehrlich, der Workshop wäre mir am Anfang am liebsten für Ballistas und Farmen. Ballistas haben wir schon. Farmen können wir jetzt gerade noch mal kurze Zeit umgehen. Ich weiß, ist Verschwendung von Gras, aber wir reißen es später wieder weg. Ja, wobei ich glaube, die kommt erstmal alleine klar. Wir schicken lieber jemanden hier rüber. Oh ja, hier sind sie nämlich überall. Great. So, du hast den Part, das finde ich gut. Du gehst mal da runter, du hörst das Patrouillieren auf. Den Bereich müssten wir dann sichern. Das, ja, kann echt noch heiter werden. Jetzt ist allerdings das Problem. Warte mal, wie viele haben wir jetzt, wenn die fertig sind? 9. Ach komm schon. 9. Jetzt geht es sich wegen einem Worker nicht aus. Oha. Sorry, geht gar nicht anders. Und erneut die Frage, wohin damit? Naja, da unten brauchst du es nicht hinstellen zu den ganzen Zombies, wenn dann wirklich hier hin.
Die Query können wir dann abschalten. Ich warte noch kurz, bis wir die Ladung bekommen haben. 35, danke. Holen wir uns die vier Bogenschützen. Mit denen können wir dann vielleicht diesen Sektor hier schon säubern. Schauen wir mal. Es wäre wichtig, weil dann könnten wir hier wieder ein bisschen Nahrung rausziehen. Aber wir haben hier definitiv mehr Grünflächen als beim letzten Start, ne? Das ist eindeutig mal nicht so schlecht. Okay, du sofort darunter. Es geht halt am Anfang irgendwie recht schleppend auf der Map, habe ich so den Eindruck. Weil du ultra vorsichtig sein musst, weil es ultra eng ist zum Bauen. Andererseits ist die Karte extrem weit offen und weitläufig an manchen Stellen. Ja, ja. Wir arbeiten schon dran. Okay, farmen. Tag 7. Ich mache mir da immer so ein bisschen Sorgen, was das angeht. Boah, hier ist ganz schön was los. Ich hoffe, das kriegen sie hin, ohne irgendwelche Runner zu triggern. Ich muss jetzt echt warten, bis wir hier... Oder kann ich hier unten einen hinstellen? Geht nirgendwo. Select a free area. Plus 10. It's already a building. Getting... Plus 10. Das wäre... Ja. Da marschiert einer hoch. Du nicht, mein Freund. Ne? Du nicht. Ah, jetzt triggern wir da oben zu viele. Okay, das läuft. Du kannst wieder zurück. Du hältst hier die Position. So, wie schaut's jetzt aus? Was können wir hier reinsetzen? 34, schau, das ist gar nicht mal so schlecht. Für diese Map-Verhältnisse. Oh, hier oben 40. Da drin kann ich gar nichts bauen, das war irgendwo klar. Kriege ich hier auch noch mehr raus? Ne, 34 ist hier oben das höchste der Gefühle. Hier hätten wir teilweise 44. Pass auf, dann fange ich jetzt mit der 40er-Farm an, hier so. Oh, ich müsste jetzt dann gleich eine Aufnahmepause machen. Die Stunde ist rum. Und ja, uhrzeittechnisch wäre es auch soweit. Oder ich wäre soweit. Uhrzeittechnisch. Der Part hier unten gefällt mir halt nicht. Das ist noch saugefährlich. Eigentlich ist alles saugefährlich, weil wir haben absolut keine Mauern und nichts. Damit sollten wir vielleicht dann irgendwann mal anfangen. Pass mal auf. Ach nee, ich habe... Ach, der Marze Worker. Stimmt. Ja, nee, pass auf. Ich mache jetzt an der Stelle eine Aufnahmepause. Und ja, beim nächsten Mal hoffe ich, dass es hier ein bisschen besser läuft. Aber ich muss sagen, wir haben sehr viel mehr Grünflächen zur Verfügung. Wir haben sehr viel mehr Wälder und Kakteen und Holz und Klump und Scheiß. Und sehr viel mehr natürliche Barrikaden. Also ich glaube, dass hier... Ich glaube, dass wir sogar das Village of Doom jetzt in dem Fall besser abwehren können. Weil du kannst jetzt hier eine Verteidigungslinie ziehen. Du kannst hier eine ziehen. Hier Ballistas aufstellen. Du kannst hier nochmal dicht machen. Hier eine Ballista aufstellen. Theoretisch kann ich jetzt gar nicht gucken. Oh, der ist fertig. Wenn der fertig ist, dann gönne ich mir jetzt gerade mal noch die ein oder andere Hütte. Kann man mal machen, ne? Oh, here we go again.
Ich hoffe, dass das hier gut geht. Ja, nein, egal. Pass auf, ich mache jetzt die Aufnahmepause. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bis morgen oder bis nachher. Ich weiß nicht. Egal. Tschüss. Attention. Building completed.